Herr Präsident, Frau Minister, Hohes Haus, die Emotionen gehen hoch und für mich zeigt das nur eines auf, wie Ihnen vor allem der linken Hälfte des Plenarsaals die Argumente ausgehen und Sie nur mehr mit Emotionen arbeiten können, wie Sie sich schwer tun zu argumentieren. Ich glaube, wir erleben derzeit, und das ist ja unbestritten, eine mehr oder minder unkontrollierte Völkerwanderung, die über Österreich, über Europa rollt, die leider Gottes viele unangenehme Begleiterscheinungen mit sich bringt und Probleme leider Gottes verschärft, die wir ohnehin, und das ist ja keine Frage, dass es in Europa, auch in Österreich, sehr viel Gewalt leider Gottes gegen Frauen, gegen Kinder, gegen Schwache gibt, die wir bekämpfen müssen, aber die diese Probleme leider offensichtlich verstärkt. Das zeigen zumindest die verschiedensten Meldungen, die wir in den letzten Monaten erleben, die wir hier uns erlaubt haben, als Anlass aufzulisten, was nicht heißt, dass wir eine Personengruppe für alle Gewalt verantwortlich machen. Das ist einmal ganz klar dabei. Mir kommt es aber so vor, wenn Sie hier argumentieren mit unterschiedlichsten Winkelzügen oder Verdrehungen der Tatsachen, kommt es so vor, dass Sie wirklich versuchen, diese Zusammenhänge in Abrede zu stellen. Die sind aber da, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dieser Massenzuwanderung, die wir erleben, und eben einer Zunahme von Gewalttaten, sei es sexuelle, sei es gerade Diebstahl und dergleichen. Ihre Argumentationen erinnern mich persönlich ein bisschen daran, wie die Tabakindustrie versucht, dauernd darzulegen, dass es ja nicht bewiesen ist, dass Rauchen schädlich sei, und versucht, alles zu verdrehen und entsprechend diejenigen, die das auf den Punkt bringen, in dem Fall uns, die FPÖ, entsprechend lächerlich zu machen. Das kann ja wohl wirklich nicht wahr sein. Für uns Freiheitliche, und das wurde heute schon mehrfach gesagt, ist es leider Gottes in diesem Fall ein Gebot, dass wir das einfordern, diesen Selbstverteidigungsunterricht an den Schulen, weil es offensichtlich so ist, dass die Staatsgewalt, der Staat, dabei ist zu versagen, wenn es darum geht, seine Bürger zu schützen. Ehrlich gesagt, mir ist es auch ein bisschen unwohl, dass ich sozusagen meinen Kindern, den Frauen, den Schwachen und dergleichen dazu sozusagen helfen muss, sich selbst zu helfen. Und wie es der Kollege Luger vorhin gesagt hat, wäre es mir auch lieber, wenn die Polizei diese Sicherheit gewährleisten könnte. Und ich verstehe in dem Zusammenhang sehr wohl, liebe Kollegen von der ÖVP und von der SPÖ, warum Sie diesem Antrag im Ausschuss nicht zustimmen konnten, weil es natürlich so etwas wie ein Offenbarungseid wäre, dass Ihre Regierung versagt hat, wenn es darum geht, die Sicherheit auf unseren Straßen sicherzustellen. Und das, werte Damen und Herren, was die Grünen hier vollziehen, das ist meines Erachtens blanker Zynismus und wahrlich ein Hohn auf dem Rücken der Opfer von Gewalttaten, egal von wem sie geschehen. Das sind Verdrehungen, die wirklich traurig sind. Im Ausschuss, Frau Kollegin Maurer, kann ich mich erinnern, haben Sie versucht, die Kölner Vorfälle der Silvesternacht zu relativieren und haben dazu getan, als ob das ja gar keine Asylwerber wären. Gestern stand 23.02. Kölner Staatsanwaltschaft, gegen 75 Personen wird ermittelt, nach 1100 Anzeigen, und insgesamt sagt die Kölner Staatsanwaltschaft überwiegender Ante Asylsuchende, illegale Zuwanderer, solche mit Asylstatus. Also das ist einfach nicht wahr. Hören Sie doch auf, die Tatsachen ständig zu verdrehen. Nennen Sie die Dinge beim Namen, dann werden die Menschen auch in der Lage sein, ihre Ängste zu überwinden. Hören Sie auf, und das ist an die Regierung gewandt, hören Sie auf, Schmähpartien zu machen mit Obergrenzen und dergleichen fort. Bekämpfen Sie die Probleme an den Wurzeln und machen Sie die Grenzen dicht. Schieben Sie straffällig geworbene Asylwerber oder Zuwanderer ab, konsequent. Dann werden wir auch solche Anträge nicht notwendig haben. Dankeschön. Der Selbstverteidigungsunterricht an Schulen sei notwendig, da der Schutz des Staates hier versage, so Wendelin Mölzer von der FPÖ. Als nächstes